Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf dem Marsch. Ich sehe gerade, der Stoßfunktion hat es im Graben gefahren. Schlecht. Wir ernten aktuell Feld 2. Wir werden gleich auf Feld 15 weiterkarren. Da springen wir rüber. Und lassen den weiterarbeiten. Ansonsten werden wir Überführungskurse einfahren. Und dann geht es selbstständig, vor allen Dingen die Felder, die weiter weg sind. Aber für heute geht es immer so. Mehr Kalk brauchen wir nicht rauf. Ist ja fast fertig, man müsste ja jetzt für den Rest reichen. Ja, hier ist genau aufgehört. So. Ups. Das erste Wegpunkt bringt nichts. Hallo, Hauptschall. Das geht nicht. Man muss schon Kalk ausbringen, ne? Uiui, ich bin müde. So. So, wieder weiter. Jetzt kümmern wir uns um den Strohfuzzi. Ja, mal ganz kurz eingreifen. Und zwar entlassen. Dann werden wir auf Allrad gehen. Einstellen. Das ist nicht Allrad. Okay, dann wollen wir mal selber machen. Schwung. Also Stroh nass. Wer macht dann sowas? Und schräge anfahren. So. Da müssen wir uns mal anschauen, wo er gerade Kurs ist. Ersten Wegpunkt nicht. Da wäre ja Blödsinn, wenn er hier die Runde fahren wollte, oder? So, da gehen wir durch den Reifen. Das haben wir. Pferdchen durch Trainerreifen. Wieso? Wenn der erste anfängt, macht der nächste gleich mit. Da kommt die so nicht raus.
Das ist schon ein Ding, ne? Da grenzt an Sabotage. Übrigens hat keine Zeit gedrückt, ne? Also ich hatte zwar die Aufnahme, aber keine Zeit. Ah, nee. So wird das nichts, ne? Nee. Das einfach lassen. Muss ich irgendwie mit Uhr haben am PC oder am Monitor. Oder ein Countdown. So. Das kann. Ah, das ist möglich. Das ist möglich. Also deswegen gesponnen hat. Weil ich einen verkehrten Modus genommen habe hier, das hier. Deswegen hat er auch vorher nicht gekalkt von alleine. Aber nun wird es funktionieren. Und klappt so. Also der Kursplayer ist nicht immer gleich schuld, ne? Also da ist der Bediener. Der wird gut streng. Auch schuld. Und auf die meisten Fehler ist man bei einem selbst. So, kalt läuft. Stroh. Läuft auch. Macht das nun glücklich weiter. Das passt. Machen wir gleich wieder aus. Ich müsste mir mal auf die Tastatur, auf der Konsole legen. Das könnte sich ganz gut machen. Muss ich nur die Tasten mir merken. Da ist hier 1 oder 2 oder 3. Wenn ich was nicht nutze, habe ich es auch schnell vergessen. Oh, Lenkrad geht auch. Ruderstand und so. Hupe, habe ich mir gemerkt. Ist der Punkt, wo es leuchtet. Das weiß ich. Blinken müsste auch gehen normalerweise. Das weiß ich auch. Aber den Motor starten und so. So, dann ist er auch mit durch. Die nächsten, dann kippt er schnell Graserden an, mit dem ich gedüngt habe. Ja, nun nutzt jetzt nichts, dann muss noch leer gemacht werden, ne? Jetzt nur Stroh ins Lager, das dauert noch ein bisschen. Aber ich könnte die Vorgewände fertig machen, normal Helfer arbeiten lassen. So, aber wir haben noch nichts zu tun, wir müssen mal sehen, ob wir die Wiesen mit dem kriegen. So. Na, mal rein. Ist gerade was. Dürfte aber drin sein. Nö, alle. Dann springen wir gleich raus und deaktivieren ihn wieder. Lassen. Und leer ist er auch. Läuft noch. Hoffen nicht, dass mir im Wege steht. Ansonsten fahre ich ihn erstmal die Straße.
Da wird den Drescher gleich zum Hochfahren, zum Waschen. Ja, dann werden wir gleich mal Platz machen. Unsere Mitarbeiter sind da nicht so rücksichtsvoll wie ich. So. Den fahren wir ein. Dann geht's auf Ausfahren, Anhängerhilfe, senken, so dass er knallt, abhängen. Starten. Hoffe, der Ton passt. Das wird in der ersten Folge ein bisschen lauter geregelt. Über OBS. Und doch die Lüfter anmachen. Jetzt fahren wir ihn gleich mal schließen. Ja, jetzt bräuchten wir, oh, wir fahren in eine Halle rein. Das ist noch okay, Tank ist noch voll. Einfach ist auch noch okay. So. Das ist Folge Nummer 4, Donnerstag. Kommt bald wieder ein langes Wochenende. Die Woche darauf jedenfalls. Oh, Pfingst ist schon, ne? Vorbei, langer Zeit. Ups, Gegenverkehr. Aber wie gesagt, da ist noch nichts, oder? Oh, können wir auch. Wir können auch waschen und reparieren. Dann haben wir es auch geschafft. So. Hoffentlich geht das so, wie ich das will. Oh, Stromkasten. Ah, ich vertrage Strom, oder nicht? Kabel hier angeschlossen, keine Sorge. Ein bisschen reinigen. Das geht schon. Mal schauen, dass wir alles repariert kriegen. Mit Anhänger. Jups. Hat er schon eine Stunde gearbeitet. So, jetzt fahren wir ihn gleich in die große Halle. Oder wir fahren ihn hier rechts ran. Das geht auch. Bis wir da was gefunden haben, eine Halle gebaut haben oder dergleichen. Das ist ein Baum da ein bisschen im Weg, ne? Ah, das passt schon so. Ja. Wir sind gleich zum Flügen vorbereitet. Der Kalker ist noch dabei. Der Kalker ist fertig.
dem Daimler spricht, ist er gleich fertig. Den muss ich mir mal schön neutral stellen, damit er nicht im Wege steht. So, dann kann man gleich zum Düngen verwenden. Hier werden wir eine Halle hinbauen, da wollen wir so quer und reinfahren, ne? Das sind eher diese Gerätschaften, die so, jetzt geht's auf Feld oder auf Wiese. Die Wiesen können wir zuerst machen. So, dann löschen wir zuerst, sonst haben wir wieder ein Problem. Blindflug aktuell. Nehmen wir erstmal die Wiese 21, wenn ich die ändere. So, schauen wir gleich noch einen Kurs an. Das heißt, ist auf Wiese 21. So, geht's weiter. gut. Dann muss ich jetzt schauen, dass ich zusammenschneiden muss. Ich habe F auf Stopp gedrückt. Geht nicht. So, 9. Das ist 21. Das wollte ich schauen. So. Entweder Wiese oder. So, Schwarten Main, Schwarten Wiese, Mähenfeld. Ja, sonst auch nichts. Ernte, Ernte. Ich hab viel, viel Müll hier. Kalk, Mähenfeld, Mähenwiese 27, Mähenfeld, Schattenwiese, das ist was anderes. Gut, dann machen wir neu. Dann nur um Düngen. Düngen ist kein Problem. Mähen ist eine andere Geschichte. Könnte eigentlich ein Kurs da gewesen sein. Hab einen verkehrten Namen gesucht. So, zurück. Schauen wir gleich, wie er das annimmt. Und zwar. Gar nicht, doch, es wird blau. Der Rad teuer, ne? Der Rand wird gedüngt. Ja. Ach, lass ich mal fahren. Ja, die Ecke auch. Vielleicht braucht hier nicht gedüngt werden, keine Ahnung. Möglich ist es. So. Ah, lass mal fahren. Düngen. Stroh.
Können wir es verkaufen? Nein, wir verkaufen auch nichts mehr. Wir haben ja jetzt das Gerste. Da werden wir von Lager fahren. Auch mal die Innenansicht, ne? Ja, schöne Sicht. Ja, das wüsste ich so gerne, wie das funktioniert mit den Kühen, mit dem Wasser und mit der Milch. Ich meine, auch haben wir fast keine Milch, aber so, Stroh haben wir schon mal bei. Und mit dem Grasmähen, das geht dann auch bald los. Muss ich mich beeilen, mit Stroh ist er aktuell noch beschäftigt. Ich habe gerade oben links geschaut, dann geht natürlich bei Eitrecking auch noch oben. Aber ist nicht anders, ne? Können wir auch hinten rumfahren, mal ausladen. Deckel auf und alles raus. Und dann stellen wir mal weg. Wohin? Anzeige wäre mir vorbei. So, leer. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Auf den Bäume. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich ganz gerne über ein Like freuen. Oder über ein Abo. Ansonsten hören und sieht man sich zur nächsten Folge. Also schauen wir, wie es geht. Bis dann. Ciao, ciao.